aber ich verstehe das nicht. Sehen Sie, es ist so, wir expandieren zwar, aber wir müssen unser Team wieder auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Verstehen Sie? Nein. Also, die neue Computertechnologie, die ist heute viel besser als Sie. Und wir müssen einfach mit der Zeit gehen. Verstehen Sie? Aber können Sie mich nicht einfach in eine andere Abteilung versetzen? Aber ich bin seit 14 Jahren hier. Ich weiß doch gar nicht, wohin. Glauben Sie mir, wir wissen genau, was wir an Ihnen hatten. Tut mir wirklich leid. Ja, das ist Lilly. Hey. Die wird Ihnen die nächsten Tage ein bisschen unter die Arme greifen, damit Sie einen sauberen Abschluss haben. Und auch für einen Neuanfang. Für Sie und die Firma. Das Essen ist fertig. Ohne das Ding wäre ich verloren. Mmh. Ach und, Karl? Richtig. Der ist für Sie. Ein Gutschein für die Kantine. Deine Aufmerksamkeit für Ihre guten Leistungen über all die Jahre. Nicht der Rede wert. Vielen Dank. Vielen Dank. Was sind Sie denn für einer? Ist das ein Holster? Für Bürobedarf. Da. Naja, es ist erst 9. Die Pause ist um 12. Also echt, was ist das für eine Frage? Sie wurden gerade entlassen. Warum verschwinden Sie nicht einfach? Haben Sie keinen Stolz oder so? Ich habe immer noch eine gewisse Verantwortung, welche ich durch eine gute und konsequente Arbeitsmoral ausdrücke. Und ja, darauf bin ich stolz. Das ist etwas, das ein Computer niemals kann. Nein. Haben Sie denn den Partierschein A38? Nein. Können Sie mir den Auskunft erteilen? Nein. Wissen Sie, wer mir da weiterhelfen kann? Nein. Absolut nicht. Nein. Können Sie mir den weiter Auskunft? Nein. Aber ich brauche Ihnen wirklich mal Kompetenz. Ja. Ich korrigiere? Nein. Also wenn das Ihr ganzer Stolz ist, werden Sie in so einem Laden irgendwann mal draufgehen. Entschuldigen Sie mich bitte. Da schnappt sich jemand die letzte Tasse Kaffee. Hast du den Günther gesehen? Die werden schon sehen, was sie davon haben. Ohne mich geht ja alles drunter und drüber. Der hat ein Kind bekommen. Und danach geheiratet. In der Reihenfolge. Entlassen. Die brauchen mich. Ich will nicht urteilen, aber guck doch mal, wie der aussieht. Ich wäre schließlich nicht umsonst fast die stellvertretende Vertretung des Abteilungsleiters geworden. Die Frau soll ja aus Thailand kommen. Spricht kein Wort Deutsch. Ich bin der Beste in dem, was ich tue. Da weiß man ja, was da los ist. Ich meine, wenn ich wollte, die Frauen stehen auf mich. Naja, aber die Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Ich bin der Beste in dem, was ich tue. Apropos, ich muss da mal wieder. Hast du den Kalt? Was für eine Frechheit. Was für eine Frechheit. Ich habe hier jedes Weihnachten gearbeitet. Da war kein anderer hier. Nur ich. Ich meine, irgendjemand muss ja wohl die Arbeit machen. Macht sich ja nicht von alleine, oder? Hallo, Herr Computer. Können Sie diese Unterlagen bitte ordentlich sortieren und abheften? Wie bitte? Nein? Ach ja, richtig. Sie haben ja keine Arme und kein Gehirn. Hallo, ich brauche Tackernadeln. Hallo. Ist da jemand? Ja, na toll. So ein Wer benutzt denn heute noch rote Tinte? Das ist. Ah, Tackernadel. Da oben? Achso, ja. Ah. Danke. Sie sind einer von den Guten. Ja, wir lassen uns nicht unterkriegen. Doch an jeder Ecke einen Job. Ich bin gefragt. Ich bin in der Blüte meines Lebens. Expandieren, konzentrieren, sie besser. Kein Klopapier mehr da? Wundert mich nicht. Soll ich eine Rolle unter der Tür durchreichen? Jetzt sind gut? Sind Sie ohnmächtig? Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ui. Sie sollten unbedingt den Betriebsarzt konsultieren. Treten Sie zurück! Oh, es tut mir furchtbar leid. Im Büro habe ich einen Erste-Hilfe-Kasten. Einen großen. Schon wieder. Ich kann mich nur entschuldigen, wenn Sie kurz warten, dann kann ich.
Ich hol Hilfe. Im Fall eines Betriebsunfalls vergewissern Sie sich zuerst, ob die verunfallte Person ansprechbar ist. Ja, das ist. Leisten Sie gegebenenfalls erste Hilfe. Nein? 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 Verständigen Sie den Notruf. Ja, hallo? Ich möchte einen Betriebsunfall. Verständigen Sie umgehend Ihren Vorgesetzten. Und das, das sind Sie. Danke, dass Sie mich so ausführlich über diese Geschichte informiert haben. Muss ich jetzt mit Konsequenzen rechnen? Wissen Sie, wir versuchen ja eine gewisse Kleiderordnung einzuhalten. Machen Sie sich doch einfach mal ein bisschen frisch. Es könnte doch auch sein, dass die anderen Mitarbeiter sich doch hier Auftreten irritiert fühlen, hä? Also, es war so, als ob er Tollwut gehabt hätte. Er war außer sich. Und dann ganz plötzlich... Pau! Ich meine, das war echt keine Absicht. Mir ist aufgefallen, dass überdurchschnittlich viele Kollegen krank sind. Das könnte eine Art Krankheitswelle sein. Mir ist natürlich klar, dass es für Sie alles eine sehr große Veränderung ist, Knut. Hi. Aber sich jetzt hier in Fantasien zu flüchten, ist mit Sicherheit nicht gut für Sie und auch nicht gut für die Firma. Nicht gut für mich? Keinen Job zu haben, das ist nicht gut für mich. Haben Sie denn schon Ihren Gutschein eingelöst, hm? Nein. Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit. Dann gönnen Sie sich doch mal was, hm? Übertragen Sie ein paar von Ihren Aufgaben an Lilly und entspannen sich ein bisschen. Lilly. Ja, ich verstehe. Vielen Dank. Nein, ich gehe nicht auf die Männertoilette. Gehen Sie doch, Sie sind doch ein Mann. Rein äußerlich zumindest. Was ist das für ein Geruch? Bitte, Sie sollen doch nur kurz schauen, ob es Ihnen gut geht. Oder aber vielleicht wütend ist und sich rächen will. Bitte, mein Job könnte davon abhängen. Was? Das Einzige, was wohl nicht davon abhängt, ist Ihr Job. Okay, dann gehen wir zusammen. Sag mal, ist das nicht ein bisschen heiß? Hast du an den Reiseprospekt gedacht? Den aus Thailand, du weißt schon. Ein bisschen wenig Schlaf hab mit dem kleinen Schreier als zu Hause. Sag mal, hast du von den ganzen Entlassungen gehört? Kein Wunder, dass jetzt alle durchdrehen. Heute Morgen, Wilfried aus der Buchhaltung leiht sich meinen Locher und gibt ihn mir zurück voller Papierschnitzel. Was für ein Mensch tut so etwas? Sag mal, Fried. Hast du schon mal daran gedacht, etwas anderes zu machen? Du meinst auf Mikrowellenessen verzichten? Oder so einen Sitzball benutzen? Die Mikrowellen, die machen dir dein ganzes Gehirn zu Mus. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Nein. Beruflich. Ich meine, wir machen diesen Job seit unserer Ausbildung. Jeden Tag. Wir kommen, wenn es dunkel ist. Wir gehen, wenn es dunkel ist. Glaubst du, es lässt dann irgendwann verrückt werden?
Hallo? Ziehen Sie bitte Ihre Hosen hoch. Ach, ich denke, die Geschäftsleitung weiß, was gut für uns ist. Das sind kluge Köpfe. Wir haben doch jetzt schon seit einem Jahr die 48-Stunden-Woche. Und gut, wir werden ein bisschen weniger bezahlt dafür, aber na klar. Ich kann ja mal so einen Ball ausprobieren. Hören Sie? Hat Sie vor kurzem jemand belästigt? Brauchen Sie Hilfe? Oder der. Sieht der etwa für dich nicht glücklich aus? Eigentlich nicht. Ja, aber er sieht auch nicht unglücklich aus. Das ist halt der ganz normale Montagmorgen. Aber dafür haben wir ja Kaffee. Fräulein, Sie müssen das Fach schon leeren, wenn es voll ist. Unfassbar. Ich glaube, die sollte sich mal umorientieren. Ein Ohr. Da sagt noch mal einer, die Kollegen hätten keinen Sinn für Humor. Können wir Ihnen helfen? Vorsicht! Bissig! Zieh an den Haaren! Zieh an den Haaren! Oh, Lilly! Lilly, der Tacker, bitte! Sie haben mir versprochen, dass Sie nicht durchdrehen! Was haben Sie dem Mann auf dem WC-Arm getan? Der ist völlig irre! Gar nichts! Sie drehen die alle von durch, es sind einige nicht bei Sinn, den Tackerfetter! Sie tackern niemandem mehr was ins Gesicht, Sie! Sie Psychopath! Sie hat die Ohren kopiert, die Ohren! Stimmt! Sie sind Psychopathin! Oh, Lilly, der Tackerfetter! Aber tun Sie ihr nicht weh! Ich bin Rechtshänder. Frauen und Technik. Hey!
Sie und Sie. In mein Büro. Was ist hier eigentlich los? Ja, ich hab's Ihnen doch erklärt, es muss eine Art Grippewelle sein oder Massenerschöpfungssyndrom. Ich kann nichts dafür. Jahresabschlussbilanz, meine Vermutung. Wer sind Sie eigentlich? Und Sie? Sie sollten auf ihn aufpassen. Grundgütiger. Ich... Sie werden keine Woche mehr hier arbeiten. Sicherheitsdienst! Verdammt. Sie bleiben alle hier. Das ist Günther. Hat er einen Katalog dabei? Ich kann nichts erkennen. Ach du meine Güte. Das muss die schlimmste Grippewelle aller Zeiten sein. Also ich gehe da nicht raus. Ich habe ein empfindliches Immunsystem. Das war Mobbing, oder Fred? Ja. Sie sind ein Nichts. Ein Rädchen, das ausgetauscht werden muss. Um es in einer anderen Abteilung wieder einzubauen? Um es zu vernichten. Mist. Zum Wohle der Firma. Gütiger Lilly! Darüber werden wir nie wieder reden, klar? Sollen wir den vielleicht zum Arzt bringen oder so? Sein Kopf ist weg! Ja, aber wenn wir den auf Eis legen oder was weiß ich denn? Ich bin nicht vom Fach. Okay. Ich schlag vor. Wir machen kurzes Brainstorming über unsere Situation und sammeln Ideen. Hat jemand eine Idee? Kein Schimmer. Mann. Ich habe meinen Chef umgebracht. Wer schreibt mir jetzt meine Beurteilung? 4 Jahre unbezahltes Praktikum umsonst. Ja. Kein Mensch kann ohne Pause durcharbeiten.
Wir warten einfach, bis die müde sind und schleichen dann an der Seite vorbei. Das ist nicht so eine gute Idee. Ja. Ja. Das Fräulein am Kopierer hat doch versucht, dich zu beißen, oder? Ja, vielleicht haben die ja auch nur Hunger. Zu schade, dass die Mikrowelle kaputt ist. Ich gehe hier ein. Arbeitslos. Umgeben von Idioten. Super Idee, Karl. Der Aufzug ist gleich da hinten. Kaum zu glauben, dass wir damit durchkommen. Unglaublich. Bei manchen bin ich mir gar nicht sicher, ob die nicht vorher schon genauso aussahen. Schon. Der eine hat, glaube ich, einfach weitergearbeitet. Kommt Ihnen das bekannt vor? Die sind vielleicht sogar noch schlimmer als... Wie bitte? Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst! Ach, wissen Sie, ich hatte echt viele schöne Momente hier. Hallo? Fräulein? Wir sind auf dem Weg nach unten. Wollen Sie vielleicht mitkommen? Wow. Ihre Motivation ist wohl unerschütterlich. Sie müssen das hier wirklich geliebt haben, was? Tut mir leid um Ihren Job. Wissen Sie, die anderen haben einfach ihre Tische geräumt und waren weg. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass es vielleicht Leute geben kann, die gerne hier arbeiten. Ach, na ja. Die da draußen, die sind alle irgendwie... muss wohl an dem vegetarischen Essen liegen, was es heute in der Kantine gab. Ja, ich bin eigentlich nur auf der Suche
nach einer Heftklammer. Da sind ja welche. Und ich muss dann auch schon weiter. Sie verstehen, die Arbeit, Arbeit. Nein, nicht knabbern! Nicht knabbern! Alles in Ordnung? Ja. Wir haben nur ein bisschen. Du weißt schon. Wo ist eigentlich die kleine Praktikantin? Gut. Und jetzt? Okay. Unsere Exit-Strategie lautet wie folgt. Wir frischen unsere Ressourcen auf, dann ab durch die Rechtsabteilung vorbei am Rechnungswesen und zum Aufzug. Dort implementieren wir dann unsere Stellung, bis der Aufzug kommt. Und dann? Und dann? Und dann? Nach Hause? Aber es ist erst kurz nach 4. Na gut. Gut. Ich bin eigentlich Linkshänder. Ich weiß. Thank you.
Das habe ich dir gesagt. Das war super. Sie? Ich glaube es nicht. Lilly, Sie haben es überstanden? Sie sind auch hier. Ich dachte, diese Frau hätte Sie. Ach ja, nein. Es fing schwach an, ließ in der Mitte nach und über das Ende schweigen wir lieber. Aber ansonsten super. So gut, ich schlage vor, wir verschwinden. Ist der Aufzug kaputt? Keine Ahnung. Also ich will keine Treppe. Dank. Thank you.
Systemnotstand. Mannschaft, anlaufen.